Guten Abend miteinander. Herzlich willkommen zum heutigen Klangfenster. Eigentlich hätte ich schon vor einem knappen Jahr an diesem Ort und zu diesem Anlass euch begrüßen. Leider ist das aufgrund von Corona nicht gegangen. Umso mehr freut es mich, dass wir es jetzt heute machen können und dass ich es nicht nur zu einer Kamera darf sagen oder muss sagen, sondern effektiv zu einem Live-Publikum, also euch. Besonders freut es mich das natürlich auch für Christine Heggedorn. Sie hat als langjährige Organistin in unserer Kirchgemeinde Menge Gottesdienst, Menge Andacht und Menge Klangfenster mit ihrem Orgelspiel bereichert. Und auch wenn wir sie in den nächsten Monaten ab und zu doch auch noch werden hören, ist heute ja ihr offizielles Schlusskonzert. Und das ist schön, dass wir das doch in einem würdigen Rahmen so können. Halten. Was wir leider nicht machen können, ist hier nachher nach dem Konzert ein Stehapero abhalten. Aber die Christinnen haben für jede und jeden von euch so ein Apero-Säckli vorbereitet. Ihr könnt also beim Heimgehen so ein Säckli nehmen und es daheim geniessen und dazu die Klänge und die Musik von heute Abend auch vielleicht noch einmal nachklingen. Dann möchte ich noch auf die Kollekte hinweisen von heute Abend. Die wird der Monatskollekte zugeführt und die ist bestimmt für Deutschschweizer reformierte Kirchgemeinden im Ausland, vor allem eben in London, in Argentinien und Mailand. Das sind so Heimwehorte für die Auslandsschweizer. Und gerade in diesen Zeiten, die wir jetzt haben, ist es, denke ich, wichtig, wenn man auch dort Unterstützung zukommen kann. Also herzliche Empfehlung. Und jetzt wünsche ich euch ein schönes Konzert. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Guten Abend miteinander. Auch von meiner Seite ganz herzlich willkommen hier in der Kirche zu Gümligen. Mein Name ist Franziska Dietrich, ich bin Kirchgemeinderätin. Und heute Abend, Christine Heggedorn, bist du die Hauptperson. Und es ist so schade, deine Familie soll doch wieder vorkommen. Komm doch bitte. Ganz herzlichen Dank euch allen wirklich für das wunderbare Konzert. Also ich habe mich so gefreut, dass man eben mal live wieder so physisch etwas darf erleben und nicht nur virtuell. Es war also wunderbar gewesen. Und eben, ja, und eben, Christine, heute ist dein grosser Tag, gell? Ja. Der letzte Arbeitstag bei uns. Und noch so mit einem Konzert können abschließen, ist wirklich sehr schön. Ich habe mich gefreut für dich, dass wir das doch einfach noch dürfen organisieren, trotz allem, was man da drumherum hat. Und eben, ab morgen bist du pensioniert. Das klingt jetzt so komisch. Da. Ja, aber da. Das klingt jetzt so komisch. Dabei hast du den Idealberuf, da wird man gar nie pensioniert, als Musikerin. Ja. Und du hast mir ja auch gesagt, du wärst weiterhin im Spiegel und in Bolligen tätig sein. Genau. Und das ist sehr schön. Was ich auch so toll finde, dass du deine musikalischen Gene an deine Kinder hast vererbt. Also das ist wirklich außergewöhnlich. Und als Familie das so können zu leben, die Musik, also da beneide ich drum. Ich stelle mir eure Familienzusammenkünfte ganz schön vor. Immer so klangvoll, gell? Du hast vor 18 Jahren hast du hier angefangen, in unserer Kirchgemeinde, als Organistin und als Kirchenmusikerin. Und ich möchte dir im Namen des Kirchgemeinderats, aber auch von uns hier allen, ganz, ganz herzlich danken für dein grosses Engagement, für deine tolle Mitarbeit. Und wir haben viele schöne Klangfenster und Projekte können zusammen realisieren. Und für die Zukunft wünsche ich dir von Herzen alles, alles Gute. Bleib gesund, genieße es, auch ein bisschen deine Hobby, Trekking und Skitouren und so. Und wir werden uns sicher am einen oder anderen Ort gleich mal wieder sehen. Ja. Das hier wäre das Geschenk für dich. Oh, und da im grünen Päckchen ist dann auch etwas für alle zusammen. Super, dann wir dann alle zusammen genießen. Ja. Vielen Dank. Sehr gern geschehen. Herzlichen Dank für den warmen Applaus. Es ist wieder ganz etwas Neues nach, ich weiß auch nicht, wie lange, wie viele Monate. Und ich möchte mich auch sehr herzlich bedanken bei der Kirchgemeinde für die gute Zusammenarbeit, die wir haben dürfen in all diesen Jahren haben. Und vor allem auch für die wunderbare Zusammenarbeit mit meinen beiden Kolleginnen, respektive mit Erika Zimmermann, die unterdessen auch pensioniert ist, und mit dem Jacques Pasquier, der ist leider nicht da. Wir haben es immer wunderbar gehabt, das ist immer in einer Minne, haben wir ja uns zurechtgefunden. Was mir vor allem auch eben in sehr guter Erinnerung ist, sind die vielen schönen Klangfenster, die wir haben dürfen organisieren, wo uns die Kirchgemeinde wirklich mit Rat und Tat und Finanzen sind, zur Seite gestanden. In diesen vielen Jahren ist natürlich auch, hat es grosse Veränderungen gegeben in der Kirchgemeinde Muri-Gümligen, wo auch uns Kirchenmusiker in gewissen Bereichen betroffen haben. Und es war nicht immer ganz einfach gewesen, da wieder zu Ränkeln zu finden, aber mit viel gutem Willen haben wir eigentlich immer alles wieder auf die Reihe gebracht. Und so sind wir auch heute unterwegs und es wird sicher noch weiter spannend sein. Auch in der Corona-Zeit möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei der Kirchgemeinde
wie für die Grosszügigkeit, dass wir immer den vollen Lohn hatten. Das habe ich also sehr geschätzt und das ist sehr dankbar. Herzlichen Dank auch meinem Kollegen Urs Eberhardt, wir sind Studienkollegen vor langer Zeit, der mir seine Komposition zur Verfügung gestellt hat, die wir jetzt ein bisschen verändert und erweitert haben. Ich werde ihm dann den Link schicken, dass er das hören kann. Und vor allem möchte ich meinen drei wunderbaren Kindern, wo ist jetzt die vorher ein grosses Merci sagen, dass sie bereit waren, sich auf das abenteuerliche Konzept, das sich im Laufe der Probearbeit mit allen zusammen hat, so entwickelt, dass sie sich hier eingeladen haben. Und das Resultat habt ihr heute Abend dürfen hören. Und nachher möchte ich noch ganz herzlich danken, dass die beiden Enkelinnen, die Luisa und, Charlie, die sind oben, so sich schön still gehabt und offenbar hat es ihnen auch gefallen. Euch allen herzlichen Dank, dass ihr sie gekommen seid und wünsche euch einen schönen Abend und ein gutes Wochenende und dass die Klänge noch ein bisschen weitergehen können.